Leute und willkommen zu einem neuen Reading-Vlog. Ich komme bereits aus der Zukunft und filme diese erste Sequenz nach, weil ich irgendwie die Datei verloren habe, wo ich euch willkommen heiße und euch das Buch vorstelle, mit dem ich in dem Video anfange. Deswegen muss ich das jetzt so ein bisschen umständlich nachholen, aber ich denke, es ist ja kein Problem. Den Lesevlog habe ich, glaube ich, Anfang Mai gestartet. Also der zieht sich jetzt wirklich fast über einen ganzen Monat. Das heißt, er ist wirklich sehr überfällig. Aber ich meine, eine kleine Leseflaute, deswegen hat sich das alles so gezogen. Aber trotzdem möchte ich euch die beiden Bücher nicht vorenthalten, die ich in dem Video gelesen habe. Und zwar habe ich mit Lonely Heart von Mona Kasten angefangen. Ich liebe ja diese Ausgabe, ich finde das Buch wirklich wunderschön. Hier geht es ja um Rosie und Rosie führt so eine Webradioshow, die sie sich selbst aufgebaut hat und verfolgt seit Jahren eine Band, und zwar Scarlet Luck. Von der Band kennt man Adam, den Schlagzeuger, der duldet keine Berührung, das weiß Rosie auch. Und Rosie ergattert sozusagen ein Interview mit der Band und lädt sie sozusagen in ihr Studio ein. Da geht dann aber einiges schief und das Interview muss eben abgebrochen werden. Daraufhin prasselt ganz viel Hass auf Rosie ein und sogar auf der Straße wird Rosie angegriffen, woraufhin sich eben Scarlet Luck dann meldet und Rosie zum Konzert einlädt. Damit wollen sie eben so ein Zeichen setzen, dass sie die Sache hinter sich gelassen haben. Und Rosie steht eben ein zweites Mal vor Adam und sie weiß, dass sie ihm niemals näher kommen darf. Soweit zum Buch. Ich finde, es klingt super. Das ist ja eine Reihe. Ich weiß gerade gar nicht genau, aus wie vielen Teilen die bestehen wird. Auf jeden Fall ist das der erste Teil. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an, das Buch zu lesen. So, ich bin jetzt schon auf Seite 214. Also ich glaube, es ist so gut wie die Hälfte oder sogar schon über der Hälfte. Auf jeden Fall liebe ich den Schreibstil von Mona Kasten. Ich komme super schnell durch, deswegen habe ich jetzt auch nicht früher ein Update gemacht, weil es sich einfach so leicht und flüssig lesen lässt. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß zu lesen, obwohl ich die Handlung irgendwie ein bisschen langweilig finde momentan. Also zu diesem Interview, was Rosie mit Scarlet Luck hatte, da hatte ich so richtig Mitgefühl und ich habe mich sogar irgendwie so selbst geschämt. Also keine Ahnung, für diese ganze Handlung, die da passiert ist und diese ganzen Vorfälle, die irgendwie alle nicht absichtlich waren, aber zu so einem etwas größeren Desaster geführt haben, sag ich mal. Jetzt auch nicht super krass schlimm. Ich hatte irgendwie Angst, dass da was ganz, ganz Schlimmes passiert, aber es war halt für mich so richtig so ein Fremdschämen-Moment. Ich fand aber auf jeden Fall diese Szene wirklich sehr gut umgesetzt. Deswegen, dass überhaupt diese Gefühle in mir hochkommen, zeigt ja, dass diese Szene einfach gut geschrieben war. Ja, Rosie ist eben ein Riesenfan von Scarlet Luck und man merkt halt oft dieses Fangirl, diese Fangirl-Momente. Ich kann mich jetzt nicht zu 100% damit identifizieren, aber ich finde es auf jeden Fall niedlich zu lesen. Und auch, dass es hier eben um Musik und Rockstars und so geht, finde ich eigentlich ganz cool. Einziges Problem dabei habe ich, dass mir die Mitglieder dieser Band irgendwie alle nicht so geläufig sind. Also ich kann die irgendwie alle noch nicht so richtig auseinanderhalten. Mir fällt es irgendwie eher schwer, weil sie andere Spitznamen haben und dann verwechsel ich die irgendwie und ich kann halt noch nicht irgendwie zu allen ein Charakterbild, sage ich mal, zuordnen. Also für mich sind die Charaktere irgendwie momentan alle ein bisschen schwammig. Außer halt Adam, also Beast wird er hier genannt, und Rosie. Die finde ich eigentlich ganz niedlich auch als Hauptcharaktere. Ich bin momentan so neugierig, was bei Adam passiert ist, was auch bei dieser Band passiert ist, warum die irgendwie kurz vorm Trennen waren. Also das ist wirklich, ich will das irgendwie wissen und das interessiert mich so, deswegen lese ich die ganze Zeit weiter. Bei Rosie muss ich sagen, sie hat ja diese selbst aufgebaute Webradio-Show und das finde ich total cool, aber diese Kyla, die gleichzeitig, glaube ich, auch ihre Freundin und auch irgendwie Mitarbeiterin in dieser Show ist, finde ich mittlerweile ein bisschen komisch. Also irgendwie
zieht sie so diese ganze Aufmerksamkeit und dass sie das alles mit dem Interview gerettet hat, so mega auf sich und empfiehlt Rosie jetzt auch irgendwie die Show unter Vertrag bei einem anderen Unternehmen irgendwie nehmen zu lassen und damit irgendwie mehr erreichen zu können, obwohl das eben so gar nicht das ist, was Rosie mal wollte. Und irgendwie mag ich die momentan nicht so. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt mega gespannt noch, wie es weitergeht. Dafür, dass ich halt jetzt eben schon 200 Seiten gelesen habe, ist nicht viel passiert. Ich komme aber super schnell durch. Es macht super viel Spaß zu lesen. Ich mag Mona Kastens Schreibstil, ich mag die Charaktere, also die Hauptprotagonisten eben sehr. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und hoffe, dass es vielleicht einfach ein bisschen spannender wird, dass ich irgendwie mehr die Anziehung zwischen den Charakteren fühle, weil ich das momentan irgendwie noch nicht so richtig drin habe. Also momentan fühle ich das noch nicht so, was da zwischen Adam und Rosie sein soll, dass die eben so interessiert aneinander sind. Das fand ich irgendwie eher mehr so Instant Love, aber was heißt Instant Love? Die sind halt noch nicht ineinander verliebt, aber die haben halt irgendwie diese Anziehung, warum sie halt die andere Person nicht ignorieren können, sage ich jetzt mal. Ja, ich finde momentan am interessantesten Adams Hintergrund, also warum er so ist, wie er ist, warum er sich nicht anfassen lässt, warum er solche Panikattacken, Panikgefühle bekommt, wenn da viele Menschen sind und auch mit Trinken, auch mit Alkohol und ja, einfach das Ganze, warum sein Charakter so aufgebaut wurde, was da alles passiert ist. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass mich das überzeugen wird. Und ich werde jetzt weiterlesen. Bei mir ist gestern ein Paket angekommen. Am Montag war der 9.5. Ich musste ein paar Tage länger warten. Aber endlich ist bei mir Crown and Bone von Jennifer L. Armentrout angekommen. Auch dieser Teil ist wieder riesig. Ich glaube, er hat auch fast 800 Seiten oder 750 Seiten. Ich freue mich mega. Als das Buch angekommen ist, habe ich direkt erstmal 20 Seiten reingelesen, weil irgendwie war ich so gepackt. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht, aber ich habe dann gesagt, okay, ich werde erst Lonely Heart beenden und dann werde ich dieses Buch verschlingen. In Lonely Heart habe ich jetzt noch etwa 150 Seiten. Ich hoffe, dass ich die heute beenden kann. Heute ist Freitag. Theresa von Bookslove128 auf Instagram startet heute wieder ein Lesewochenende. Also ein Lesemarathon, der über das Wochenende von heute Freitag, glaube ich, 14 oder 15 Uhr immer bis Sonntagabend geht. Und da werde ich wieder versuchen, dran teilzunehmen. Ich möchte eben Lonely Heart beenden und Crown and Bones anfangen. Aber ich werde euch nachher nochmal, wenn der Lesemarathon angefangen hat, meine Bücher zeigen, die ich lesen möchte und die ich mir rausgesucht habe. Um 16 Uhr habe ich für heute auch noch ein Shop-Update geplant auf Etsy. Da werde ich euch nachher auch mal kleine Einblicke zeigen, was da so neu reingekommen ist. Aber ansonsten würde ich sagen, heute ist eigentlich ein ziemlich entspannter Freitag. So, ich sitze jetzt hier gerade. Es ist eine Minute vor 16 Uhr und ich habe die neuen Artikel veröffentlicht. Hier könnt ihr einmal ein paar sehen. Vor allem liebe ich diese kleinen Blumen-Daisy-Schlüsselanhänger und die Wandbehänge. Aber ich liebe auch die Scrunchies oder die mit den Perlen. Ich bin sehr gespannt, wie die neuen Artikel ankommen. Ich habe jetzt gerade schon 30 Seiten in Lonely Heart gelesen, bis es jetzt eben 16 Uhr wurde. Ich muss euch gleich nochmal ein Update drehen, aber irgendwie catcht es mich nicht so, leider. Ich bin jetzt bei Seite 277 und ja, irgendwie langweilt es mich total. Also ich bin halt bei fast Seite 300 und es ist gefühlt zwischen den beiden nichts wirklich passiert, was mich irgendwie eine besondere Anziehung oder eine besondere Bindung spüren lässt, also zumindest nachvollziehen lässt. Die beiden bauen gerade eben so ein bisschen ihre Beziehung miteinander auf. Sie freunden sich miteinander an, sie chatten viel, weil Adam momentan auf einer Tour ist. Und ja, nebenbei schicken sie sich halt irgendwie immer zufällig halt Bilder von Sachen, die eigentlich total random sind, die sie aber irgendwie als süß oder so empfinden. Ich finde das alles ganz cute und es liest sich auch total angenehm, aber es ist halt so
für Seite 300, finde ich, zieht sich das alles so extrem. Ich finde es nicht mal unbedingt schlimm, dass es so eine Slowburn-Geschichte ist. Also, dass es einfach sehr langsam zwischen den beiden voranschreitet. Ich finde es auch ganz passend eigentlich, weil ja eben auch im Klappentext suggeriert wurde, dass Adam Berührung nicht duldet. Und da würde ich das jetzt eher unpassend finden, wenn alles Schlag auf Schlag geht und das ist gleich die große Liebe. Aber irgendwie fehlt mir halt so der Anhaltspunkt. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es ist halt nicht super doof geregelt, aber es ist auch irgendwie nicht optimal. Die Geschwindigkeit des Buchs ist einfach total langsam. Also ich kann es jetzt mittlerweile verstehen, dass das halt eine Reihe wird und das ist der erste Teil, aber irgendwie fehlt mir halt einfach so ein bisschen die spannende Handlung, irgendwas, was mich so in den Bann zieht. Also ich meine, es geht darum, dass die beiden sich irgendwie kennenlernen und Adam irgendwie ein Problem hat, was noch nicht richtig thematisiert wurde, ist ja auch gut so, aber Adam ist jetzt halt eben auf Tour und das schon seit, glaube ich, fast 100 Seiten und sie schreiben sich halt nur und es ist halt irgendwie so, als ob man eine Geschichte liest, wo das Paar irgendwie keinen Hauptpart spielt, aber auch kein anderer Punkt der Handlung irgendwie ein Hauptpart ist. Also ich bin momentan noch ein bisschen skeptisch. Also ich liebe wirklich den Schreibstil von Mona Kasten. Ich liebe ihre Charaktere. Ich liebe auch das ganze Setting und einfach das Gefühl, was das Buch einem vermittelt. Aber ja, also ich finde es momentan nicht wirklich spannend. Ich bin jetzt halt gespannt, ob sich das jetzt die letzten 130 Seiten ändert. Ich würde es auf jeden Fall heute beenden, damit ich dann noch Crown and Bones anfangen kann. Wo wir von Crown and Bones sprechen, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, welche Bücher ich jetzt mir für den Lesemarathon rausgesucht habe. Ihr könnt es euch natürlich schon denken. Also einmal möchte ich ja, wie gesagt, Lonely Heart beenden. Ich hatte da auf Seite 240 angefangen. Bin jetzt mittlerweile fast 40 Seiten weiter. Und danach möchte ich direkt Crown and Bones starten. Ich hatte noch überlegt, ob ich irgendwie noch ein anderes Buch dazwischen schiebe, was kürzer ist. Aber ich fange es einfach an und wenn ich irgendwie keine Lust mehr habe, zum Beispiel morgen irgendwie, wenn ich was Kurzes brauche oder Sonntag, dann könnte es vielleicht sein, dass ich zu dem zweiten Teil der Ivy Years Reihe greife. Ich werde mal schauen. Auf jeden Fall steht das noch auf meinem Plan. Der Lesemarathon hatte vor anderthalb Stunden angefangen. Ich bin jetzt schon gut beim Lesen bei. Ich will mir schon Zeit fürs Lesen nehmen am Wochenende, aber ich will nicht das ganze Wochenende lesen. Zum Beispiel ist morgen Abend der ESC, also der Eurovision Song Contest. Und das ist für mich jedes Jahr wie so Tradition. Also ich muss das gucken. Ja, ich liebe das einfach. Deswegen freue ich mich jetzt schon mega darauf, morgen Abend das zu gucken und einfach einen total tollen Abend zu haben. Ja, bis dahin will ich aber auf jeden Fall Lonely Heart beenden. Und ich hoffe einfach, dass es mir jetzt auf den letzten 130 Seiten besser gefallen wird, dass vielleicht noch ein bisschen mehr passiert. Ich hoffe auch, dass irgendwas rauskommt bezüglich Adams Geschichte sozusagen. Das Buch ist nicht schlecht, aber es hat mich einfach noch nicht so überzeugt. Also es ist für mich irgendwie nicht so besonders, wie es zum Beispiel die Again-Reihe war oder als erstes die Maxton Hall-Reihe war ja auch eine Trilogie und ich war direkt auf den ersten 100 Seiten von Save Me so überzeugt von den Büchern. Ich habe das so geliebt. Ich habe die Bücher so weggesuchtet und deswegen hatte ich mir irgendwie gehofft, dass das vielleicht ein bisschen mit der Reihe so ein bisschen wieder sein könnte. Aber ja, vielleicht wird es noch besser, vielleicht werden die anderen Teile besser. Bis dahin verliebe ich mich einfach weiter in Mona Kastens Schreibstil und genieße die Seiten. Es ist einfach wie ein Wohlfühlbuch für mich, weil einfach die Autorin für mich so eine tolle Stimmung und so einen tollen Text fasst, dass ich das einfach nur liebe. Aber es ist halt nicht die krasseste Storyline, würde ich mal sagen, bis jetzt. Ich nehme alles zurück. Mittlerweile gefällt mir das Buch viel, viel besser. Ich finde, in den letzten so 50, 100 Seiten konnte man richtig die Entwicklung in den Gesprächen zwischen den beiden sehen. Also auch die Tiefe und ja, einfach die Spannung auch. Also ich konnte teilweise echt nicht aufhören zu lesen. Deswegen habe ich es jetzt auch schon fast zu Ende gelesen. Ich bin nämlich auf Seite 372. Ich habe noch knapp 30 Seiten. Die werde ich jetzt auch noch zu Ende lesen, bevor ich schlafen gehe. Es ist nämlich gleich 24 Uhr, Freitagabend also, oder besser gesagt Freitagnacht. Aber die paar Seiten, die muss ich jetzt echt noch zu Ende lesen, weil ich bin mega gespannt. Ich habe ein klitzekleines bisschen Angst, weil mich Adams Verhalten ein bisschen beängstigt, würde ich sagen. Also nicht wirklich beängstigt, sondern eher, dass ich mich die ganze Zeit frage, warum eigentlich niemandem auffällt, wie schlecht es ihm teilweise geht. Und dass auch eben seine Bandkollegen irgendwie nicht einmal
auf den Gedanken kommt, dass er vielleicht andere Hilfe braucht. Das finde ich halt momentan ein bisschen störend an dem Buch. Genauso, was mich noch stört, dass zwischen Rosie und Adam halt so eine riesige Distanz besteht. Also jetzt meine ich wirklich örtlich, weil Adam ja eben noch auf Tour ist und Rosie ja eben noch in L.A. Und ich finde, das spürt man sehr doll in dem Buch. Also, dass die größte Kommunikation da eben hauptsächlich übers Handy passiert, was auch irgendwie passt zu den beiden. Aber ja, ich weiß nicht. Also, es langweilt mich halt teilweise so ein bisschen. Ich finde es irgendwie ein bisschen eintönig, obwohl ich es halt mittlerweile schon besser finde als am Anfang. Und ich glaube, dass Teil 2 wesentlich mehr Potenzial hat, eines meiner Favoriten zu werden, sozusagen. Bei dem bin ich jetzt gerade so bei 3 bis 4 Sternen. Ich bin noch gespannt, was am Ende passiert. Und werde schauen, was jetzt noch passiert. Weil in den 30 Seiten muss jetzt irgendwas passieren, dass man eben ein offenes Ende sozusagen für die nächsten Teile hat. Ich werde mich jetzt ans Lesen machen. Ich bin jetzt gerade auf Seite 109, Kapitel 8 in Crown and Bones. Erstmal können wir mal darüber reden, wie wenig das aussieht einfach, als ob ich gefühlt nichts gelesen habe. Aber der Grund, warum ich jetzt die Kamera angemacht habe, ich checke nicht, was hier abgeht. Also diese ersten 100 Seiten, es ist irgendwie schon gefühlt so viel passiert. Auch Sachen irgendwie und Inhalte, die ich nicht so richtig aufnehmen konnte, die ich mir irgendwie nochmal in Gedanken durchgehen musste. Und auch so viele Handlungen und, sag ich mal, auch Verluste, bei denen man dachte irgendwie, das ist jetzt so, und dann war es dann doch wieder nicht so. Und ich check gerade überhaupt nichts mehr. Also ich bin komplett überfordert mit diesen ersten 100 Seiten. Es ist gefühlt schon so viel passiert. Ich weiß halt momentan irgendwie nicht, ob das gut für das Buch ist, weil ich dachte irgendwie, wir fangen ein bisschen langsamer an. Aber ja, die ersten 100 Seiten, die waren schon echt krass vollgeladen. Also ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Und glaube, dass hier halt eben jetzt so ein kleiner Wendepunkt kommt. Ich bin super gespannt, wie sich das im weiteren Buch auswirken wird. Aber ja, ich war jetzt irgendwie die letzten 30 Seiten komplett verwirrt, was eigentlich abgeht. Und auch davor die Seiten. Also ja, es fängt schon mal krass an und ich bin gespannt. Ich habe heute noch nicht ganz so viel geschafft zu lesen. Also heute habe ich, glaube ich, knapp 60, 70 Seiten gelesen. Ich werde jetzt gleich noch weiterlesen und hoffe, dass ich noch ein Stück weiter komme. Sonst brauche ich echt ewig für die 750 Seiten. Aber mal sehen, was jetzt hier gleich noch so abgehen wird. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wann ich das letzte Mal für den Lesevlog was gefilmt habe. Ich glaube, es müsste Sonntag oder Samstag gewesen sein. Heute ist Donnerstag. Ich habe wieder eine ganze Uniwoche hinter mir. Ich hatte am Wochenende Lonely Heart von Mona Kasten beendet und ich glaube, noch nicht komplett drüber gesprochen. Ich habe dem Buch jetzt 4 Sterne gegeben, weil ich die ersten 200, 300 Seiten eher langweilig fand. Also es ist irgendwie für mich nicht so viel passiert. Und ich bin auch irgendwie noch nicht so richtig mit den Charakteren warm geworden. Adam ist ja irgendwann auf Tour gegangen und ich finde, man hatte das durchweg im Buch sehr doll gespürt, dass zwischen den beiden Hauptprotagonisten eben eine riesen Distanz ist. Ich finde, dass es sich so mit den letzten 100, 150 Seiten einfach komplett geändert hat. Also die letzten 100 Seiten habe ich verschlungen. Ich fand die so gut. Da habe ich endlich das bekommen, was ich irgendwie erhofft hatte. Ich habe die Tiefe und Bindung zwischen den beiden Hauptprotagonisten total gespürt. Und das muss man erstmal schaffen, wenn die Charaktere eine riesen Distanz sozusagen zwischen sich haben. Das Buch hatte jetzt am Ende ein paar Wendungen, die für den zweiten Teil sehr interessant sein werden. Also Mona Kasten hat hier für den zweiten Teil auf jeden Fall eine super Grundlage gebaut. Ich denke nämlich, dass mir der zweite Teil viel besser und auch von
Anfang an viel besser gefallen könnte. Und bin auch super gespannt jetzt auf den zweiten Teil. Ich hatte mir mit dem Ende und dem Cliffhanger, wie es manche gesagt haben, etwas anderes vorgestellt. Also mich hat es jetzt nicht krass umgehauen, weil ich hatte irgendwie gehofft, dass das so kommt. Weil das ist für mich irgendwie die logischste Erklärung, wie man da irgendwie noch eine Beziehung dann aufbauen könnte. Und ja, ich fand es auch super sensibel geregelt. Ich fand es generell toll für die Geschichte und toll für Band 2, glaube ich. Also ich hoffe es zumindest, dass das sehr gut umgesetzt wird. Und ich bin mega gespannt auf Band 2. So viel zu dem Buch. Ich hatte danach ja mit Crown and Bones von Jennifer Armentrout angefangen. Ich bin da mittlerweile bei Seite 188, habe die Woche nicht super viel gelesen, also vielleicht 80 Seiten über die Woche. Mir ist dieses 750 Seiten Buch einfach zu schwer für die Uni, dafür, dass ich dann ein paar Seiten da drin lese und es dann wieder wegpacke. Ich wollte es deswegen nicht immer mitschleppen und ich hatte auch Angst, dass da irgendwie Knicke und so reinkommen, weil es eben so dick ist und ja, ein Taschenbuch auch. Deswegen hatte ich mit The Ivy Years von Serena Bowen angefangen. Und das ist jetzt eben momentan meine Lektüre, wenn ich in der Bahn sitze. Ich bin da jetzt mittlerweile auch schon ein gutes Stück vorangekommen. Ich glaube, das Buch hat nur etwa 300 Seiten. Und ich bin jetzt auf Seite 190, also mir fehlen noch 100 Seiten. Ich will jetzt in diesem Vlog nicht wirklich über dieses Buch reden. Ich finde es ganz gut. Ich fand den Klappentext wesentlich langweiliger, als was eigentlich in dem Buch jetzt hier vorkommt. Deswegen bin ich ganz zufrieden, aber es ist momentan, ja, manchmal finde ich es irgendwie ein bisschen gestellt und ja, es macht Spaß zu lesen und ich finde es gut für die Zugfahrt, aber es wird definitiv kein Highlight, glaube ich. Ich hatte aber für diese Woche meine letzte Vorlesung heute, das heißt, ich habe morgen frei und am Wochenende dann eben Zeit für Crown and Bones und möchte jetzt eben die nächsten paar Tage daran weiterlesen. Ich hoffe, ich komme auch ein Stück weit, ich muss zwar noch nebenbei jetzt ein bisschen an meiner Hausarbeit schreiben, aber ich will auf jeden Fall auch lesen. Heute sind nämlich 30 Grad draußen und es ist super sonnig. Deswegen werde ich mir jetzt gleich was Kaltes zu trinken machen und mich in die Sonne setzen mit diesem schönen Buch. Ich bin mittlerweile bei Seite 514. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal geupdatet habe. Ich lese irgendwie super wenig und komme sehr schwer voran. Ich glaube, ich bin mittlerweile in einer riesigen Leseflaute und mich nervt es leider total. Man kann auch, glaube ich, erkennen daran, dass ich nichts markiere, dass ich das Buch irgendwie sehr zäh und ja, schwierig finde. Ich weiß irgendwie nicht genau, was ich davon halten soll. Ich fand irgendwie die ersten Seiten, da ist super viel passiert und jetzt mittlerweile hat sich auf den letzten 500 Seiten, also so 400, 500 Seiten, sowas von gezogen und ich finde es irgendwie komplett langweilig. Also man kann so viel herausschneiden, was ich irgendwie super unnötig finde. Irgendwie Gespräche, die ins Ellenlange gezogen werden, Kapitel lang, die so, so unnötig sind. Also momentan bin ich etwas enttäuscht. Ich bin gespannt, was jetzt am Ende noch passiert, die letzten 200 Seiten, und hoffe, dass hier noch ein bisschen mehr Action abgeht. Ich werde euch dann wahrscheinlich am Ende nochmal ein Update geben, aber ja, der dritte Teil enttäuscht mich ein bisschen. Sorry für den ultra schlimmen Winkel. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das so schlimm ist. Aber auf jeden Fall habe ich vor ein paar Tagen meinen Tripod geschrottet. Jetzt hat er anstatt drei Füßchen nur noch zwei. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber jetzt musste ich meine Kamera auf so ein paar Büchern, einer Kerze und einem Zopfkugel, damit er nicht wegrutscht, stellen. Und ich hoffe, das hält jetzt ganz kurz. Aber ich wollte euch was zeigen. Und zwar sind gerade ein paar Bücher angekommen. Um genau zu sein, zwei. Die habe ich netterweise vom DTV-Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar ist nämlich vor, ich weiß gar nicht wann, vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel Zeit vergangen ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange dieser Vlog schon geht. Auf jeden Fall habe ich Obsidio, den dritten Teil der Illuminae-Akten, angefragt und bekommen. Ich freue mich mega. Ich habe ja Gemina über alles geliebt und freue mich jetzt so sehr auf den dritten Teil. Bin irgendwie ein bisschen traurig, dass der jetzt nicht so aussieht wie die anderen. Also schon irgendwie, aber er hat nicht diese Plastikhülle drum. Also, einen Moment, ich zeige euch, was ich meine. Gemina und Illuminae hatten ja diese Plastikhülle sozusagen. Also, ja, wenn man die abgenommen hat, sah das Buch halt anders aus und mit Hülle ist es so glänzend und das hat jetzt halt keine Hülle und sieht irgendwie, ja,
ein bisschen komisch aus neben den anderen beiden. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ich das Buch bald lesen kann. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu einen Lesevlog sehen wollt. Dann ist als zweites Buch angekommen Licht bricht, bevor es strahlt von Becca Braun. Wenn ihr Joanna June verfolgt, ihren Account werde ich euch mal in die Infobox packen, dann wisst ihr, dass sie einen Buchclub gegründet hat und dieses Buch ist das Buch für Juni. Ich wollte das auch unbedingt mitlesen, weil ich das total interessant finde und es hört sich auch mega gut an. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, das Buch im Buchclub lesen zu können. Dann haben wir, glaube ich, am Ende des Monats so einen Livestream, den wir gucken können. Und in dem eben dann das Buch so ein bisschen diskutiert wird. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich werde euch mal den Klappentext vorlesen, weil der klingt wirklich sehr toll. Auf der Suche nach sich selbst darf man sich auch verlaufen. Virginia träumt von einem Leben in Berlin. Doch aus Rücksicht auf ihre alleinerziehende Mutter, süchtig nach Schlaftabletten und der Liebe ihrer Tochter, beginnt sie ein Studium in deren Nähe. Beim Besuch einer feministischen Hochschulgruppe trifft sie auf Gleichgesinnte, junge Menschen, die sich für eine gleichberechtigte Gesellschaft einsetzen. Obwohl sie alle mit eigenen Herausforderungen kämpfen, entsteht schnell eine tiefe Freundschaft. Und dann begegnet Virginia dem Jurastudenten Benedikt, der seine Selbstzweifel durch über-ehrgeizige Leistung kompensiert. Doch gerade als sie beginnen, sich gegenseitig zu vertrauen, holt die toxische Beziehung zu ihrer Mutter Virginia ein. Ich finde, das klingt wirklich toll und ich freue mich mega auf das Buch. Es hat, glaube ich, knapp 300 Seiten oder ein bisschen mehr als 300 Seiten. Und das werde ich halt einfach über den Juni immer so ein bisschen lesen. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf und bin super froh, dass der DTV-Verlag mir die beiden zugeschickt hat. Jetzt werde ich mich an meine Hausarbeit setzen und später hoffentlich noch ein bisschen in Crown and Bones lesen. Ich bin jetzt momentan auf Seite 558 und es zieht sich so sehr. Ich bin so enttäuscht irgendwie, weil ich es so ganz anders finde als die anderen Bücher. Also hier sind zum Beispiel so oft Wiederholungen drin. Also Poppy ist jemand, der immer sehr viele Fragen hat. Und man hatte eben im ersten, aber eigentlich eher im zweiten Teil von zwei anderen Protagonisten so die Witze darüber mitbekommen. Also die haben dann immer so gesagt, ja, wenn Poppy gesagt hat, ich habe dazu sehr viele Fragen, dann haben die halt immer so gesagt, ja, das wundert hier niemanden. Und anfangs war es halt witzig, weil, keine Ahnung, es ist halt irgendwie lockerer Schreibstil, die Charaktere sind witzig, irgendwie war alles passend. Aber mittlerweile wird das halt in jedem Kapitel dreimal gefühlt gesagt und es wird sich immer wieder irgendwie drüber lustig gemacht und immer dasselbe. Also es ist irgendwie immer dasselbe und das nervt mich irgendwie total. Es ist dann mit anderen Aspekten in dem Buch von der Handlung genauso. Also es gibt auch andauernd irgendwie Wiederholung. Und ja, also bis jetzt ist es leider eine Enttäuschung. Obwohl ich den Anfang eigentlich stark fand, aber die letzten 300 Seiten oder so haben sich so krass gezogen. Und es gab auch teilweise so Gespräche, die irgendwie unnötig waren und die einen nicht in der Geschichte vorangebracht haben und deswegen, ich bin gespannt, was auf den letzten 200 Seiten passiert und hoffe, dass ich das schnell beenden kann. Nach Ewigkeiten habe ich Crown and Bones beendet. Dieses Buch hat mich ernsthaft in eine richtige, richtige Leseflaute geführt. Der Lesevlog ist deswegen jetzt über einen richtig, richtig langen Zeitraum gewesen. Aber ich habe es jetzt wirklich endlich beendet und ich freue mich so drüber. Es hat sich so gezogen. Ich habe jetzt auch schon mit mehreren auf Instagram geschrieben, die das ähnlich empfunden haben. Und die haben sich dann im Endeffekt auch mit mir gefreut, dass ich es endlich beendet habe. Und ich habe es jetzt hinter mir. Ich habe dem Buch jetzt 3,5 Sterne gegeben, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Also ich dachte wirklich, dass ich das Buch lieben werde, genauso wie Teil 1 und Teil 2. Die fand ich wirklich total toll. Und mit dem Anfang, die ersten 100 Seiten, die waren wirklich richtig, richtig klasse. Es ging so schnell, es ist so viel passiert. Ich bin durch die Seiten geflogen und so ab Seite 200 ist gefühlt
nichts mehr passiert. Also ich habe ja schon angedeutet mit diesen Wiederholungen, mit unnötigen Gesprächen, mit unnötigen Beschreibungen und immer wieder, wie Poppy sich zum Beispiel überlegt, ob sie eine gewisse Sache macht, um die es hier in dem Buch geht. Und es hat sich wirklich bis zum Ende gezogen. Die Handlung, womit das Buch anfängt, wird erst gegen Ende, also wirklich komplett zum Ende, so aufgelöst. Also es ist eigentlich eine Sache, die hätte sie schon im ersten Viertel entscheiden können oder in der ersten Hälfte und nicht so rausziehen müssen. Und dann endet das Buch auch irgendwie ganz komisch. Also das Ende war nochmal richtig, richtig klasse. Ich bin durch die letzten, glaube ich, 50, 80 Seiten oder so auch wieder durchgeflogen. Die musste ich an einem Stück lesen. Aber dann dachte ich, dass man mit diesem dritten Teil irgendwie so einen Abschluss findet. Aber nein, irgendwie nicht. Ich will die Reihe natürlich trotzdem weiterlesen. Ich glaube, zu Poppy und Hawk erscheint noch ein vierter Teil, aber ich glaube, das wird immer so ein bisschen unterbrochen durch diese Spin-off-Reihe, die jetzt im November, glaube ich, rauskommt. Fragt mich nicht, ich muss da, glaube ich, nochmal ein bisschen durchblicken. Auf jeden Fall finde ich es irgendwie ein bisschen doof, dass das ganze Buch so lang war und damit auch sehr langatmig. Also die 780 Seiten waren wirklich sehr zäh. Und deswegen bin ich jetzt wirklich froh, es geschafft zu haben, obwohl ich Poppy und Hawk wirklich über alles liebe. Ich liebe die Charaktere, ich liebe die Welt. Aber einfach wie das Buch geschrieben war, das hat irgendwie nicht mehr gepasst. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr in so einer krassen Leseflaute. Ich habe auch schon wieder andere Bücher angefangen, die ich schneller lese, als ich es bei Crown and Bones gemacht habe. Deswegen werden die nächsten Reading Vlogs wahrscheinlich nicht einen ganzen Monat lang, sondern ihr habt sie wieder regelmäßiger und öfter. Und ich freue mich einfach darauf, dass ich jetzt ein bisschen wieder mehr Lust auf neue und andere Bücher habe. Deswegen schließe ich mit diesem ganzen Vlog ab, mit diesem Buch auch und hoffe, dass vielleicht auch die nächsten Bücher besser wieder werden. Weil ich gebe diese Welt nicht auf, nur weil jetzt ein Teil schlecht war. Er war jetzt auch nicht grottenschlecht, aber einfach nur nicht das, was ich irgendwie erwartet hätte. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lonely Heart oder Crown and Bones schon gelesen habt und wenn ja, wie ihr sie fandet. Ansonsten bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.